Junkies. Es ist nur ein kleiner Traum, den eigentlich viele Menschen haben. Und vor allem in der Kindheit, da vertiefen sich Vergraben. Wir sind oft von Niederlagen geprägt, die ein Mensch so erlebt. Denken nach und kommen ständig in Tränen. Mann, bist du denn ein Held, wenn genügend dich loben? Man hört ja auch ein Held, der kann überall geboren sein oder werden. Und in jedem von uns stecken wegen Taten, die wir machen und Reden, die wir sprechen. Und gelegentlich sagt jemand, dass er jemanden als Held sieht. Bisher war die Sache niemals mein, wir wie fällt sie. Doch irgendwie bringt mich diese Sache auch zum Denken. Manchmal wäre ich gern ein Held und ich verfasse Argumente in Texten über Themen, was ein wenig Anerkennung eigentlich verdient, denn dieser Scheiß ist nicht weak. Es geht ja nicht um Helden, die jetzt Superkräfte haben. Nur mit meinen Worten kommen viele gute Taten. Du bist Dad, du bist toll, du bist ein Held für diese Welt. Ein hilfsbereiter und ein exzellenter Mensch, den jeder kennt für alles Positive. Alles Tolle, was du je gemacht hast. Ein Superheld im Menschenleben, ja genau so passt das. Ohne Superkräfte, so wie Robin und wie Batman. Und du hast es dir verdient, dass jeder Mensch es hier jetzt kennt. Denn du bist ein guter Mensch, ganz ohne Bitch. Du bist ein echter Superheld, ja Mann, das bist du. Was bedeutet Held? Ich hab in Duden nachgeschaut, da steht Sieger oder Führungsperson. Mut und Vertrauen wird vielleicht einem Held noch vorausgesetzt. Ich staune echt, viel zu viele Leute kriegen kaum Respekt. Ich frag mal auf der Straße, was die Leute unter Heldentat verstehen. Und ich wunderte mich selten zu extrem. Viele meinten, dass ein Held für sie schon jemand ist, der immer für einen da ist. Ehrlich, ich frag mich, war ich es nicht auch für so einige da draußen? Aber dankbar war mir dafür wirklich keiner von dem Haufen oder fast keiner. Eher wurde ich enttäuscht, denn ich legte mich für viele Leute furchtbar ins Zeug. Berechtigte Frage, wie krieg ich es anders hin, dass Leute mir für meine guten Taten endlich dankbar sind? Bisher habe ich die Antwort nicht gefunden, denn die Frage klärt sich auch nicht in Sekunden. Du bist Dad, du bist toll, du bist ein Held für diese Welt. Ein hilfsbereiter und ein exzellenter Mensch, den jeder kennt für alles Positive. Alles Tolle, was du je gemacht hast. Ein Superheld im Menschenleben, ja genau so passt das. Ohne Superkräfte, so wie Robin und wie Batman. Und du hast es dir verdient, dass jeder Mensch es hier kennt. Denn du bist ein guter Mensch, ganz ohne Bitch-Move. Du bist ein echter Superheld, ja Mann, das bist du. Held sein ist wunderbar, doch damit ihr es jetzt nicht falsch versteht, mache ich es nochmal klar. Ich verstelle mich für absolut niemanden. Würdest du mich zwingen, würde ich alles niederbrennen. Und alle Leute sollten mich so akzeptieren, wie ich bin. Ich schmeiße niemals etwas hin und nehme auch Niederlagen hin, wenn ich gekämpft habe, aber offensiv verzichte. Trotzdem gebe ich nicht auf und ich lass mich wieder blicken, wenn ich wegen meiner Art ein Held wär. Wäre das die Krönung und auch mehr als Geld wert. Ein Zeichen, dass ein Mensch wieder Mühe eines anderen Menschen schätzt und Respekt gibt. Auch ich handel mit Respekt, will Respekt für den Text. Aber keinen will ich zwingen, ihr müsst fühlen, wenn ich schreibe, steckt da Leidenschaft dahinter. Aber Leute machen viele Leute eine große Sache aus einer kleinen Sache, wie bei einer Mogelpackung. Du bist Dad, du bist toll, du bist ein Held für diese Welt. Ein hilfsbereiter und ein exzellenter Mensch, den jeder kennt für alles Positive. Alles Tolle, was du je gemacht hast. Ein Superheld im Menschenleben, ja genau so passt das. Ohne Superkräfte, so wie Robin und wie Batman. Und du hast es dir verdient, dass jeder Mensch es hier kennt. Denn du bist ein guter Mensch, ganz ohne Bitch-Move. Du bist ein echter Superheld, ja Mann, das bist du.